Creative Commons Search ist auch eine sehr gute Plattform, um nach Musik zu suchen, die du beispielsweise als Soundtrack eines Filmes verwenden darfst. Hier sei speziell auf Yamendo und auf SoundCloud verwiesen. Du tippst also wiederum einfach einen Begriff ein. Nehmen wir an, ich suche nach Rockmusik und dann tippst du auf die entsprechende Plattform und zugleich wird in dieser Plattform nach dem entsprechenden Begriff gesucht. Das Problem ist allerdings bei Musik, dass du wohl diese Musik im Browser jetzt hören kannst, aber um diese Datei dann herunterzuladen und beispielsweise in iMovie zu öffnen, brauchst du eine andere App. Ich verwende hierzu Documents, diesen Dateibrowser, der eben ebenfalls einen eingebauten Webbrowser hat. Und hier tippst du also dieses Yamendo ein, yamendo.com. Und über diesen Button unten links kommst du auf die Übersicht und mit dem Lupensymbol kannst du nach einem Begriff suchen. Nehmen wir an für einen Liebesfilm. Hier haben wir einen Rap-Song. Und den möchte ich jetzt herunterladen. Ich tippe auf das Download-Symbol. Free Download. Hier, du siehst auch, das ist jetzt unter CC-Lizenz, also du darfst diesen Song weiterverwenden, natürlich unter der Bedingung, dass du die Quelle angibst. Hier könntest du den Titel ändern, machen wir jetzt aber nicht. Fertig. Und er erscheint hier in den Downloads. Wenn du darauf tippst, findest du ihn hier, kannst ihn hier drin hören oder wenn du das Teilen-Symbol wählst, öffnen in, zum Beispiel in iMovie, weiterverwenden.